Herzlich willkommen, ich bin Tom Buschardt. Qualzucht von Hunden, das ist kein schönes Thema und auch kein Thema, zu dem sich ein Ministerium gerne äußert, sofern eine entsprechende Initiative zugunsten der Hunde nicht vom Ministerium ausgeht, sondern von Journalisten aufgedeckt wird und eingefordert wird. Das Landwirtschaftsministerium hat in diesem Falle jetzt hier keine Lust, zu dem Thema Hundezucht Stellung zu nehmen. Doch politische Kommunikation ist am Standort Berlin noch einmal etwas ganz Besonderes. Dazu später mehr. Zunächst einmal die Reporterinnenaktion in der Reportage. Na, wo wir schon mal in Berlin sind? Wir fahren zum Bundeslandwirtschaftsministerium. Versuchen doch noch, spontan ein Interview zu bekommen. Ganz klar, die Chancen sind echt gering. Aber probieren können wir es ja mal. Der Pförtner hat jetzt noch mal in der Pressestelle angerufen. Die müssen sich noch mal besprechen und sie rufen zurück. Und jetzt soll ich warten. Eine telefonische Absage ist das eine, ein Kamerateam vor der Tür warten zu lassen, eine ganz andere Sache. Folglich, durch die Anwesenheit der Journalisten erhöht sich der Druck auf das Ministerium. Man muss irgendwie reagieren. Hallo, ich bin Melanie Böff vom Norddeutschen Rundfunk. Ja, telefoniert. Ja, genau, Frau Lenz, hallo. Wir waren jetzt hier in der Nähe und wollten noch mal fragen, wir waren ja wegen der Qualzucht bei Hunden im Gespräch und Herr Paul hat mir noch mal eine Absage erteilt. Gibt es denn da irgendwie noch eine Möglichkeit, noch ein Interview zu bekommen? Es handelt sich hier um eine öffentliche Situation. Obwohl ein Interview abgelehnt war, läuft die Kamera weiter, zeigt die Sprecherin Lenz und die Journalistin spricht sie auch mit ihrem Namen an. Der Kameramann geht hier allerdings auf Nummer sicher und fokussiert das Bild auf die Reporterin Melanie Böff. So kann man rechtlichen Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit der Filmaufnahme umgehen. Allerdings, das Fernsehteam dreht im öffentlichen Raum. Die gedrehte Person ist eine offizielle Sprecherin des Ministeriums und sie untersagt auch nicht, dass sie gedreht werden möchte. Rechtlich dürfte das Kamerateam hier auf der sicheren Seite sein. Die Reporterin fasst das Gespräch anschließend für die Kamera zusammen. Frau Klöckner ist nicht da, ein Staatssekretär ist auch nicht da und hat keine Zeit und die von der Pressestelle, die können nichts sagen. Wenn ich doch noch Nachfragen hätte, dann soll ich die bitte schriftlich stellen, noch einmal. Und aber ich glaube, das wird einfach nichts mehr. Diese Zusammenfassung schafft Nähe und unterstreicht die Aktionsbereitschaft der Reporterin. Journalistisch objektiv gut gelöst. Und jetzt zur Besonderheit in Berlin. Dort gibt es die sogenannte Bundespressekonferenz. Und entgegen der landläufigen Meinung, dass es sich hier um ein Organ des Regierungssprechers oder der Bundesregierung handelt, ist genau das Gegenteil der Fall. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein der in Berlin akkreditierten Journalisten. Vertreter der Ministerien sind auf der Bundespressekonferenz Gast. Das sieht man im Fernsehen in der Regel nicht, weil man beispielsweise die O-Töne der Regierungsvertreter gezeigt bekommt. Aber in Wirklichkeit ist es eine Veranstaltung der Journalisten. Dort gilt die Regel: Jede Frage ist zugelassen. Und wenn diese Frage drangenommen wird, dann muss im Gegensatz zu einer Pressekonferenz in einem Ministerium auch eine Antwort erfolgen. Da kann die Regierung nicht sagen, dass bestimmte Fragen nicht zugelassen seien. Die Bundespressekonferenz ist folglich ein freieres Forum für kritische Fragen. Frageberechtigt sind jedoch nur Journalisten, die Mitglied der Bundespressekonferenz sind. Deshalb muss diese Reporterin wiederum eine andere Kollegin bitten, für sie die Fragen zu stellen. Hier kann die Sprecherin des Ministeriums nicht ausweichen. Sie muss liefern. Was plant denn das Ministerium im Detail, um die Qual von bestimmten Hunderassen zu beenden? Wir sehen, dass ab und zu es doch noch Rassen gibt, die Qualzuchtmerkmale aufweisen. Und insofern ist ein Ausstellungsverbot geplant. Die Niederländer gehen ja einen Schritt weiter. Die haben ja ein Zuchtverbot zum Beispiel für extrem kurznasige Hunde erlassen. Plant die Ministerin dasselbe für Deutschland? Also wie gesagt, die Qualzucht selbst oder Qualzuchtmerkmale zu züchten, ist laut Tierschutzgesetz tierschutzwidrig. Um einen zweiten Henkel oder um einen zweiten Hebel sozusagen zu haben, wird eben ein Ausstellungsverbot jetzt kommen und hat die Ministerin angekündigt. Plant das Ministerium, ausführlichere Leitlinien zu erarbeiten, damit die Veterinärämter besser in der Lage sind, Kontrollen bei Züchtern durchzuführen? Wenn das so ist, wann wäre das? Davon kann ich Ihnen derzeit nichts berichten. Werde ich gerne noch mal prüfen, ob das derzeit in Planung ist. Zumindest hat das Ministerium mit dieser Taktik etwas Zeit schinden können. Aber der Sprecherin musste klar sein, dass bei nächster Gelegenheit Panorama die Fragen wieder auf den Tisch packen würde. Darauf kann man sich beispielsweise auch im Medientraining entsprechend vorbereiten. Also, der Presse auszuweichen ist nicht immer die beste Lösung, auch wenn es manchmal kaum eine andere Lösung gibt. Mit diesen Antworten von der Bundespressekonferenz kann das Ministerium gut leben. Die Reporterin hat wenigstens deutlich gemacht, dass sie dranbleibt und nachhakt.
Nachteil für beide Seiten? Durch die öffentlich gestellten Fragen könnten natürlich auch andere Medien auf das Thema aufmerksam werden und sich dieses Themas annehmen. Somit ein Nachteil für das Landwirtschaftsministerium, dass die Fragen nun in der Bundespressekonferenz öffentlich gestellt werden. Apropos Fragen, wenn Sie noch Fragen haben, kurze E-Mail, ich antworte dann oder rufe Sie an, wenn Sie es wünschen. Bis dahin, gutes Gelingen vom Mikrofon und Kamera. Thank you.